Meine lieben Freunde, heute aus dem verregneten Frankfurt. Ihr habt gesehen, meine Wettervorhersage, die ich gemacht habe in der neuesten Deutschen Welle auf die Welt um 8, hat absolut gestimmt. Auch heute ein sehr bescheidenes Wetter hier in Deutschland. Ja, was soll ich sagen? Der Witz des Tages oder des Monats, vielleicht des Jahres. Die Regierung in Österreich, der Herr Kurz, lehnt den Migrationspakt vollmundig ab und dafür akzeptieren sie jetzt den Flüchtlingspakt. Ich muss sagen, das ist natürlich der absolute Knaller. Der Flüchtlingspakt. Im Flüchtlingspakt steht explizit unter 3.2 drinne, dass es hier um eine Neuansiedlung von Menschen geht. Es geht nicht darum, Flüchtlingen kurzfristig zu helfen für eine Übergangszeit, dass sie dann wieder in die Heimat zurückkehren können. Das sind eigentlich Flüchtlinge in der Regel, die verlassen ihr Land wegen bestimmten Ereignissen und dann wollen sie wieder zurück in ihre Heimat. Nein, hier wird explizit unter 3.2 davon geredet. Das sind langfristige Ansiedlungen von Menschen hier in Europa. Das sage ich euch. Und das ist doch ein Wahnsinn, dass sie jetzt dem zustimmen wollen in Österreich. Und unter diesem Flüchtlingspakt steht ganz eindeutig, dass man hier versucht, die Unternehmen einzubinden. Hier geht es darum, dass man also hier versucht, ich habe es euch schon an anderer Stelle gesagt, das ist ein neoliberales Papier. Beides. Der Migrationspakt, wie auch der Flüchtlingspakt. Neoliberal. Hier geht es darum, für die großen Unternehmen hier Kapital draus zu ziehen aus dem Elend der armen Menschen, die Probleme haben. Und wer soll es bezahlen? Die kleinen Leute. Der dumme Steuerzahler. Die kleinen Leute, die dürfen den Spaß bezahlen. Und sie werden natürlich sauer werden, wenn sie das irgendwann mitkriegen. Und dann wird die Wut hochkommen. Und ich kann es euch nur noch mal sagen. Ich kann euch nur bitten. Ich kann euch nur von ganzem Herzen bitten. Seid nicht sauer auf die Flüchtlinge. Seid nicht sauer auf die Migranten, die kommen. Sondern seid sauer auf die Verursacher. Seid sauer auf die Afrika ausbeuten, die Finanzelite, die Waffen dorthin liefern, die Kriege dort inszenieren. Seid sauer auf die Politiker, die diesen Drecks-Migrationspakt, die diesen Drecks-Flüchtlingspakt unterschreiben, die uns verraten und verkaufen und deren Politik es ist, dass die Menschen aus der zweiten und dritten Welt, die armen Leute dort, sich quasi, dass die armen Leute hier in Europa gegen die aufgehetzt werden. Das ist das Ziel der ganzen Veranstaltung, liebe Freunde. Und dem dürfen wir uns natürlich nicht beugen. Wir müssen schlau sein. Wir müssen begreifen, die Finanzelite ist es, die an diesen Drecksabkommen verdient und wie bei dem Freihandelsabkommen am Bürger vorbei versuchen sie das durchzudrücken. Und das, was unsere österreichischen Freunde hier gerade gemacht haben, das ist eine Volksverarschung hoch drei, dass sie hier sagen, sie lehnen den Migration. Sie versuchen hier natürlich einfach auch durch diese Haken, die sie schlagen, ja, die Dynamik aus dem Prozess rauszunehmen. Und das dürfen wir einfach nicht zulassen. Von links bis rechts müssen wir begreifen, wie wir von dieser Finanzelite verarscht werden. Wir bleiben am Ball. Und Instrumente wie die Welt um 8 auf der neuesten Deutschen Welle, ja, auf Sender FM, das sind also gute Vehikel, das dann auch entsprechend publik zu machen. Nur das will ich euch jetzt auch nochmal sagen. Es kann nicht sein, dass ich 9 Stunden für die Produktion von einer solchen Sendung für eine halbe Stunde dann dran sitzen muss. Da brauche ich wirklich Unterstützung.